Hi Leute, ich bin's Aventurier und heute gibt's Vlog oder Vlog Nummer 2. Den ersten Teil seht ihr hier. Und um was geht's bei Vlogs oder eben Vlogs? Ganz einfach, ich zeige euch Orte, die es vielleicht nicht ganz so in ein großes Video geschafft hätten, aber trotzdem sehr schön sind und meiner Meinung nach einfach auch verdient haben, gezeigt zu werden. Kommt mit! Könnte meinen, da hat jemand eine schöne Brotzeit genossen mit Bier und Pilzen. Aber von diesen Pilzen würde ich nicht kosten. Und das erste Ziel meiner Reise soll sein ein Biotop, was ein bisschen versteckt im Schwarzenberger Wald liegt. So, wir müssen uns den Weg bahnen. Wo gehen wir durch? Ihr seht's hier, relativ unwegsames Gelände. Schauen wir mal da durch. Boah. Das erste schöne Biotop. Ja, das sieht ja schon mal toll aus. Verirrt sich wahrscheinlich auch ganz, ganz selten jemand her. Aber ich glaube nicht, dass hier großartig Wanderer unterwegs sind. Hier ist sowas wie ein Pfad. Oh. Mittlerweile gehört es ja zum guten Ton, dass der Aventurier ja mindestens einmal stolpert pro Tour. Oh. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Wald gerade im Frühling oder im Sommer richtig mystisch erscheint. Oh, jetzt hänge ich hier fest. Oh, hier ist so ein Tierpfad da vorne. Mhm. Ah, okay, so viel zum Jägersitz. Und schaut mal, wie zugewuchert hier alles ist. Was ist das Biotop jetzt von der anderen Seite? Aber richtig schön. Hier haben wir eine Tierhöhle. Das sieht doch so nach einem Fuchsbau aus. Ich will den jetzt eigentlich nicht stören, aber ich muss hier wohl vorbei. Lassen wir Herrn Fuchs mal in Ruhe. Krass. Hier hat sich jemand sein Hideout hingestellt. Macht ja auch gar keinen Sinn, hier so einen Hochsitz oder zumindest die Überreste davon hinzustellen. Ah ja. Schön. Wie stabil ist dieses Ding? Oh, nicht so stabil. Uiuiui. So Leute, gebt doch mal an dieser Stelle ein Feedback ab. Wie gefällt euch denn dieses Format des Vlogs oder Vlogs, also Videologs? Gefällt euch das? Habt ihr Verbesserungsvorschläge oder sagt ihr, nee, geht gar nicht, ihr wollt lieber längere Videos sehen? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, mich interessiert eure Meinung brennend und nur so kann ich mich natürlich verbessern. Also, gebt Bescheid, ob ich mehr Vlogs machen soll oder lieber nicht. Ihr hört es schon, Idylle pur, wäre da natürlich nicht ein bisschen Verkehr hinten auf der Straße. Aber ansonsten ist hier Silence. Hier sind mehrere Seen, mehrere Biotope. Hier war ich schon früher mit der Schule und da sah das alles noch ganz, ganz anders aus. Aber schön, dass sich das erhalten hat, beziehungsweise sogar noch erweitert hat.
ganz dort hinten ist auch noch ein See oder eben ein Biotop zu sehen. Mal schauen, ob wir da hinkommen. Hier hat es eine dicke Birke entwurzelt. Sind hier viel zu viel spitze kleine Ästchen. Ich bin heute auch mit einer kleinen Kamera unterwegs, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Hatte einfach mal wieder Bock, damit zu fotografieren. Und da brauche ich keine Kratzer drin. Das ist natürlich klar. So, wir haben die Birke umrundet und gehen dann jetzt einfach mal straight hier entlang. Und dann schauen wir mal, ob wir noch zu dem anderen Biotop gelangen. Und hier direkt rechts haben wir Biotop Nummer 3 oder 4. Habe jetzt gar nicht mitgezählt. Oh, jetzt bin ich schon erschrocken. Jetzt bin ich schon erschrocken, Leute. Erinnert ihr euch an den Zwergentisch im Steinbruch? Jetzt dachte ich von weitem, huhuhuhuhu, da wird doch nicht wieder was Vergleichbares sein. Heute nicht, schade, ich verlinke euch das Ganze aber mal hier oben. War ganz sehenswert, ein echt krasses Abenteuer. Letzten Sommer habe ich im Steinbruch bei Wüstenfelden / Kastell, ja, sagen wir mal, eine komische Entdeckung gemacht. Schaut mal rein. So, und hier der Pfad. Übrigens ein Rundwanderweg. Und ganz vorne stehe ich mit meinem Auto. Da geht es dann jetzt gleich weiter. So, zurück im Auto und jetzt geht's weiter zur nächsten Location. Achtung, Schranke. Ja, meine Lieben, wir sind immer noch im Schwarzenberger Wald. Nicht unweit von hier sind die Biotope. Ich bin jetzt gerade mal 1-2 Minuten gefahren. Und jetzt gehen wir zur nächsten Location. Die Tiere sagen Hallo. Ja, Leute, wir sind jetzt gleich so an der Hälfte des Weges, würde ich sagen. Und jetzt ist mir gerade gekommen, ich habe jetzt doch richtig viel gefilmt bei den Biotopen und wollte eigentlich dieses Vlog- oder Vlog-Format relativ kurz halten. Ich glaube, daraus wird nichts. Sorry schon mal an dieser Stelle. Aber es gibt halt einfach viel zu sehen und ja, so ist es halt nun mal. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, was macht der jetzt hier im Wald? Ganz einfach, es gibt hier ein kleines Denkmal für einen Herrn, der schon lange verstorben ist. Der hat sich hier aufgeopfert für die Wälder. Das war damals der Forstmeister und alles Weitere seht ihr gleich. Dort drüben im Unterholz sind auch ganz viele kleine Tümpel, Teiche, Sumpfgebiete und Moore. Das ist sehr faszinierend. Aber wir schauen uns jetzt mal hier nach rechts um und da sieht man es schon, hier ist das besagte Denkmal und wir werden einfach mal neugierig nachgucken, was denn da steht. Dem Pfleger dieser Wälder, Josef Friedel, 1783 bis 1834, also gerade mal 51 Jahre ist er geworden. Ja, das war hier der Forstmeister, derjenige, der diese Wälder quasi aufgehübscht hat, angepflanzt hat, Ordnung reingebracht hat. Und das vor über 200 Jahren. Der hat jetzt hier eben dieses Denkmal jetzt auch schon seit längerem. Er selbst liegt unten in Scheinfeld. Wir sind auch nicht unweit weg von Scheinfeld. Würde man jetzt diesen Weg da weitergehen, würde man irgendwann nach Schloss Schwarzenberg kommen. Gibt es auch ein cooles Video, schaut mal rein. Und dann natürlich auch Scheinfeld. So, ja, ein schönes Denkmal, wie ich finde.
Ein paar mehr Infos wären natürlich schön gewesen. Ich meine, hier stand auch mal eine kleine Gedenktafel mit einer Info. Die ist mittlerweile weg. Aber wisst ihr was? Ich spreche euch die einfach ein. Die habe ich bei mir am PC noch. Und dann hören wir uns mal die Geschichte kurz an. Dem Pfleger dieser Wälder, Forstrat Friedel, 1783 bis 1836. Josef Friedel wurde am 5. März 1758 zu Sobetratz, Herrschaft Worlig, als viertes Kind der Eheleute Franz und Veronika Friedel geboren. Am 13. Februar 1783 wird Friedel als Hofjäger in schwarzenbergische Dienste aufgenommen. Auf der Graf Rottenhanischen Herrschaft in Rotenhaus studierte er die dortige Forst- und Waldsystemisierung und wurde anschließend nach Schwarzenberg beordert. Friedel fand in Schwarzenberg die Wälder in einem total verwahrlosten, trostlosen Zustand vor. Es wurden alle Reviere geometrisch aufgenommen und Karten ausgearbeitet. Der Aufforstungsbetrieb wurde mit großer Intensität betrieben. Nach der Pensionierung von Forstmeister Vogel wird Friedel 1787 zum Forstmeister der Standesherrschaft Schwarzenberg. Und erst jetzt hat er freie Hand zur Durchführung seiner großen Pläne und Reformen. 1801 gründete Friedel das Forstinstitut in Schwarzenberg. Bis 1815 bildete Friedel die Förster für die schwarzenbergschen Reviere in Böhmen und Schwarzenberg aus. Josef Friedel war ein außerordentlich begabter Forstmann, der seine Zeit weit überragte. Die Maßnahmen, die er in den Waldungen der Standesherrschaft Schwarzenberg durchsetzte, haben bald Früchte getragen. Er hat die Umwandlungen der Nieder- und Mittelwälder vorbereitet und seine Nachfolger haben mit Erfolg das von ihm begonnene Werk fortgesetzt. Noch zu Lebzeiten wurde Friedels erfolgreiche Tätigkeit gewürdigt und er wurde zu seinem 50-jährigen Dienstjubiläum am 16. Mai 1833 zum Forstrat ernannt. Forstrat Friedel starb noch als aktiver Forstmann am 23. Juni 1836 und fand in Scheinfeld die letzte Ruhe. Im Jahre 1904 wurde Friedels Andenken durch ein Denkmal geehrt, das auf der sogenannten Forstmeisterwiese gesetzt wurde. Die Aufschrift lautete: Dem Schöpfer dieser Wälder. Das Denkmal wurde 1959 am Forstmeisterweg erneuert mit der Aufschrift: Dem Pfleger dieser Wälder, Forstrat Friedel 1783 bis 1836. Ja, eigentlich sollte das hier das Ende des Vlogs Nummer 2 werden. Aber mir ist gerade noch was eingefallen. Und zwar, wenn wir diesen Weg weitergehen. Diesen Weg. Ich meine, so nach 500, 800 Metern kommt dann noch was ganz Interessantes. Und ich wäre ja nicht euer Aventurier, wenn wir nicht abenteuerlustig hier durch die Gegend laufen würden, oder? Also kommt, das nehmen wir noch mit. Wir befinden uns hier übrigens im deutschen Steigerwald in Mittelfranken. Und es gibt eine ganz alte Legende und Sage, die möchte ich euch mal kurz auf dem Weg, bis wir da sind, noch erzählen. Und zwar gab es damals so ein Buch, was ich als Kind bekommen habe. Und da standen immer ganz viele Fragen und Antworten drin. So ein kleines Wissensbuch. Und darin gab es einen Artikel, da ging es um Graf Dracula. Und auf jeden Fall war die Frage, ob Graf Dracula tot sein soll. Und daraufhin war die Antwort, nein, er ist ein Untoter, schon klar. nein, er soll immer noch sein Unwesen treiben hier im deutschen Steigerwald. Die letzte Sichtung von Graf Draculas Kutsche soll hier gewesen sein im Steigerwald. Eine Legende, sage ich, weiß. Ob was dran ist, ich weiß es nicht. Ich habe mal recherchiert, habe überhaupt nichts drüber gefunden. Ja, das ist schon eine krasse Überlegung. Im deutschen Steigerwald die letzte Sichtung von Graf Dracula. Zumindest von der Kutsche. Bucher. Naja. Jetzt unweit von der Gedenktafel ist hier eine Waldandacht. Hier ist die Waldandacht. Ach, und hier ist diese Tafel. Hier ist diese Tafel von dem Forstrat Friedel, was ich euch auch vorgelesen habe. Ah, okay. Und schaut euch mal diesen krassen Platz hier an.
Das hier ist eine Waldandacht. Meine erste Waldandacht überhaupt, habe ich noch nie gesehen. Wow, schaut euch das mal an. Ein verwunschenes kleines Bächlein. Ich weiß nicht, aber es hat was. Ein bisschen was Unheimliches. Mystisches. Schaut euch das mal an. Hier zwei alte Bänke. Schön mit Moos bewachsen. Und hier ganz alte Stufen. Was sind denn das für Stufen? Eieiei. Da kannst du ja hier bergsteigen. Boah, was sind das für Stufen, Leute? Oh. Uiuiui. Uiuiui. Und wir haben heute übrigens Sonntag. Von daher könnte es natürlich sein, dass der ein oder andere Christ hier aus dem Gebüsch hüpft. Nein, kleiner Spaß. Kleiner Spaß. Natürlich ein Ort, an dem man beten kann. Oder wo man auch einfach mal wahrscheinlich innehalten kann. Hier haben wir noch ein Holzkreuz. Ein Teller. Ein frisches Gesteck. Ja, und eine Grabkerze. Gut. Hier steht noch eine Flasche, eine Plastikflasche. Und da drin, ja, Wasser, okay. Nun gut. Interessanter Ort. Interessanter Ort. Ob das hier natürlich zu Gedenken an den Herrn Friedel errichtet wurde, könnte sein. Ich weiß jedenfalls, dass es hier ab und an einen Gottesdienst sogar geben soll. Unabhängig von dem Forstrat. Hier sind übrigens die Stufen. Ja, also das sind ja keine Stufen mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier runterkomme. Boah, ey. Das ist ja echt witzig. Okay. Eieieiei. Erstmal Kamera ablegen. Und auf die Knie. Eieieiei. Boah. Boah, Leute, Leute. Schaut euch das mal an. Ach ja, meine Kamera sollte ich wieder mitnehmen. Eieieiei. Wir machen jetzt mal ganz kurz Pause. Heute leben wir mal gesund. Und zwar una Banana. Eine leckere Banane. Was haltet ihr eigentlich von solchen Orten? Die haben schon wirklich irgendwie was Komisches, oder? Okay. Ein Schluck Wasser und dann geht's zurück zum Auto. Ja, in diesem Sinne, Vlog oder Vlog Nummer 2 ist hiermit beendet. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn dem so ist, lasst ein Like da und ein Abo da. Über Kommentare freue ich mich auch immer wieder. Und seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es heißt, der Abenteuer zieht ins Abenteuer. Macht's gut. Ciao.